So, nun habe ich hier schon wieder mal ein Stückchen weiter gemacht. Dann wollen wir erst einmal kein Strom da. Immer. So, dann haben wir erst einmal ein bisschen Abfall beseitigt. Nun will ich mich mal hier drüber hermachen und will die Seiten bearbeiten. Muss man nämlich ein bisschen vorsichtig rangehen hier, wie gesagt, ich will nämlich die Gleise nämlich erhalten. So. Denn ich will das nämlich wieder so weit freilegen, dass die Bahnsteigkante an die Schwellen, Schienenschwellen anstoßen dann. Ne? So, das Eckle haben wir jetzt, machen wir hier vorne weiter, noch das letzte Stück. Es ist nur gut, dass man halt damals nicht immer so einen festen Leim genommen hat, sondern ich nehme halt immer Tapetenleim und etwas
etwas Holzleim gemischt, wenn ich die Schienen einschotte. Und das seht ihr ja, man kann sie dann mit leichter Mühe im Prinzip wieder lösen, die ganze Sache. So, schmeißen wir noch einmal den So, ihr seht, so ein Staubsauger ist das wichtigste Arbeitsgerät, was man hier mit braucht. Hallo, hier bin ich wieder. So, nun habe ich einen Schritt weiter, habe jetzt die restlichen Bahnsteiche alle entleert, beziehungsweise beginne ich jetzt mit dem Rückbau. So, das vordere hier, das seht ihr, das habe ich schon soweit eingerichtet. Natürlich ist es noch nicht fest, das wird aber nachher zum Schluss alles zusammen gemacht. So, mein Rückbau habe ich hier gelagert, wird dann nachher alles, wenn es wieder soweit ist, gereinigt und wieder aufgebaut. So, das war's jetzt erst einmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, liebe Modellbahnfreunde, hier bin ich wieder, Karl-Heinz, und zwar will ich mal meinen Fortschritt zeigen, wie weit ich jetzt schon gekommen bin. Die alten Bahnsteige sind jetzt soweit alle weg und die neuen habe ich jetzt schon vorbereitet hier. Jedes einzelne. Der Rest, was hier noch fehlt, das wird jetzt morgen oder übermorgen kommen. Ich habe nämlich noch mal einen größeren Posten bei eBay ersteigert. Ja, und dann werde ich mal sehen, was da nachher noch alles vorhanden ist. Und dann kann ich, hier wie ihr seht, habe ich das Ganze in ein Stück zusammengeklebt. Da hier habe ich auch schon angefangen, aber hier fehlt noch die Hälfte. Und zwar habe ich hier, weiß nicht, ob man es erkennen kann, jetzt hier Ganzes und da gibt es solche Halben. Die habe ich dann immer abwechselnd, habe ich das so eingeklebt. So, und das Ganze wird, wenn ich alles zusammen habe, wird es dann noch einmal fein geschmörgelt und etwas verspachtelt. Und dann mit Farbe versehen. So, das war jetzt erst einmal das, was ich jetzt soweit erledigt habe. Nun warte ich ab, bis das andere Paket kommt. So, hier zeige ich euch mal, wie ich meine Bahnsteige zusammenklebe. Und zwar habe ich hier, weil ich nicht mehr so viel hatte, habe ich hier diese ganzen Treppendurchgänge, die habe ich alle weggeschnitten, das seht ihr ja, jetzt haben wir hier lauter so kleine Stücken und die klebe ich dann jetzt hier zusammen und der Rest, das wird nachher dann verspachtelt. Da hier an der Fensterkante, da ist es sehr schön gerade und da denke ich mir ja, da kann nichts schief laufen. Mit den anderen habe ich das genauso gemacht. So, nun habe ich den letzten Bahnsteig habe ich jetzt zusammengeleimt.
Von einer Seite habe ich die Bahnsteigkante abgeschnitten. Das seht ihr jetzt hier oben drauf liegen. Und diese Abschnitte nutze ich jetzt und fülle in der Mitte die Spur aus. So. Geben wir etwas Leim rein. So, mal mal sehen, dass genügend Kleber drin ist. Vor allen Dingen, wenn die Abschnitte drin sind, das gibt dann noch mal eine gewisse Stabilität. Na, hier ist nicht jetzt. So, jetzt gucken wir es nochmal durch, überall richtig. So, genug Kleber haben wir drinne. Machen wir erstmal den Stöpsel wieder drauf hier. So, nun schiebe ich hier diese Zwischenstücke wieder rein. Und wie ich schon einmal erwähnt hatte, wenn das dann noch alles ausgehärtet ist, wird es dann noch mal leicht vorgeschliffen und wieder verspachtelt. Aber so spare ich ja hier Spachtelmasse, da muss ich ja nicht an das Plastik, das ist. So, dann machen wir noch das letzte Stückchen rein hier. So, so sieht das jetzt aus im Rohbau. Das lasse ich jetzt bis morgen alles stehen, dass es ausgehärtet ist. Und dann wird es weiter bearbeitet. So. Hier wurden die Bahnsteige das erste Mal verspachtelt. So, dann lasse ich die dann erst einmal ein paar Stunden stehen. Und dann werden sie verschliffen. So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt bin ich gerade dabei,
und verspachte die Bahnsteige das zweite Mal. Die zwei habe ich jetzt schon fertig. Dann mache ich das dritte jetzt. Ich werde euch mal zeigen, wie ich das hier veranstalte. Immer ein bisschen schöne Musik dabei. Das macht die Arbeit wenigstens Spaß. So, wieder eins durch. Dann machen wir die drei kleinen hier noch einmal. So, auf die Seite. So, das ist hier ganz normale Autospachtel, was ich hier habe. Was innerhalb von ein paar Minuten auch trocknet. Da muss man nicht immer so lange warten.
So. Nur noch eins. Dann habe ich das wieder alles durch. So, jetzt haben wir sie noch einmal alle durchgespachtelt. Weiterer Fortgang folgt dann. So, jetzt geht es an den nächsten Abschnitt. Noch einmal nachschleifen. Also hier feines Schleifpapier, 150er. Hat man ja bei Reparaturarbeiten verwendet. So. Jetzt schleifen wir jetzt mal die Sachen alles schon durch. So, da ich mit dem Schleifpapier nehme ich hier noch einmal die Schleifwolle und poliere das noch einmal drüber. So, da habe ich wieder eins fertig.
So, das war einmal Schleifpapier. Und ich nehme ich noch einmal, wie gesagt, diese Schleifwolle hier. Und poliere das. So, dann habe ich euch das mal gezeigt, wie das hier vonstatten läuft. So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt will ich euch mal das fertige Produkt zeigen. Da habe ich auf gut Deutsch aus Alt macht neu gemacht. Das waren alles gebrauchte Teile. Und nun weiß ich aber jetzt noch nicht, wie ich das farblich behandeln werde, ob ich es grau mache oder ob ich ein. Weiß auch noch nicht, muss ich halt mal sehen. Muss man bei anderen Modellbahnen gucken, welche Farben die haben. So, liebe Modellbahnfreunde, ich habe ein bisschen Farbe gefunden und habe das jetzt alles schön durchgerollt. Ich kann das dann bis morgen alles schön wieder trocknen. So. Nachgerollt alles schön. So. Das war die Farbarbeiten. Ich denke, dass das so gut ist. Nicht zu dunkel und auch nicht zu hell. So, und dann lassen wir das schön trocknen bis morgen und dann geht es an den nächsten Bauabschnitt. Werde ich euch dann wieder informieren. Tschüss, macht's gut. So, dann habe ich einmal die Bahnsteige hier schon einmal ausgelegt, provisorisch. So soll das dann einmal aussehen. Aber ich habe jetzt noch einiges vorzubereiten, ehe die eingeklebt werden. Denn ich will nämlich noch die Beleuchtungsständer bzw. für die Überdachung die Ständer noch alle anbringen. Das will ich vorher machen. Da habe ich leichteres Arbeiten. Denn wenn man sich jedes Mal hier drüber wegbeugen muss, das ist in unserem Alter nicht mehr das Beste. So, tschüss.